hier zurück auf der FIBO mit Meister Alex Kamanis. Alex, kannst du uns ein bisschen was über deinen traditionellen Hintergrund in deiner Sportschule erzählen? Ja, angefangen hat das Ganze vor jetzt fast 35 Jahren, also 34 Jahre mittlerweile voll. Da habe ich mit traditionellen Kampfkünsten angefangen. Judo war das erste, was ich lange Zeit betrieben habe. Über Taekwondo, Karate, Kung Fu, halt später in das sportive Kickboxen, in das Vollkontakt-Thai-Boxen, Muay Thai und Hapkido genauso. Ja, also 34 Jahre lang Leidenschaft. Wie sieht das Training bei euch aus? Welche verschiedenen Sportkurse bietet ihr an? Welche Traditionen, Disziplinen? Also wir machen Taekwondo, Kung Fu, Hapkido. Wir unterrichten Bolan, Muay Bolan, das ist die traditionelle Kriegskunst der Thailänder. Und Eskrima-Stockkampf machen wir auch noch. Das sind die Sachen mit Traditionshintergrund. Und im sportiven Bereich sind wir beim Kickboxen, genauso wie beim K1 halt, Vollkontakt-Kickboxen, K1-Regeln. Und auch, wie wir das hier in Europa halt praktizieren, Thai-Boxen. Weil es unterscheidet sich ja im Wesentlichen zu Muay Thai, weil wir hier keine Ellenbogen schlagen. Ja. Hast du viele Schüler, die verschiedene Kampfsportrichtungen ausprobieren? Also schickt ihr die in alle Bereiche oder sind viele auch nur in einem Bereich unterwegs? Also die nur als reines Hobby kommen, jetzt einen Ausgleich suchen, sagen wir jetzt mal als sportives Kickboxen, bei denen ist das so natürlich vollkommen ausreichend. Die allerdings den Wunsch haben, auch im Kickboxen zu kämpfen, müssen bei uns in der Schule auch eine traditionelle Kampfkunst sich aussuchen, um wirklich auch eine Basis zu lernen. Und bei den, sage ich jetzt mal, Erwachsenen ist es ein bisschen rückläufig, also fängt es später halt an, die kommen über den Sport zur Tradition. Und bei den Kindern ist es umgekehrt, bei denen fängt alles mit der Tradition an und wird dann auf die sportive Schiene auch gelenkt, wenn der Wunsch da ist. Ja. Aber dir ist schon wichtig, dass deine Leistungsträger eine traditionelle Bindung haben? Natürlich. Und wie sieht euer Wettkampferfolg aus? Ihr seid ja sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Ja, also mein Meister hat lange Zeit die Schule geleitet, die Sportschule Jarosch. Und da war ich selber als Kämpfer noch aktiv. In vielen Bereichen, sowohl im Formenbereich, mit Waffen, ohne Waffen, als auch im Kampfbereich. Dann habe ich 2011 die Kampfsportschule übernommen bei meinem Meister, weil er in Thailand ist und dort das Thai-Box-Camp vorzugsweise leitet. Wir haben ein Thai-Box-Camp in Nord-Thailand, in Koh Lang, wo mehrere Profikämpfer auch den Unterricht leiten, ja, oder solche, die es noch werden halt. Und es ist Tradition, Tradition muss da sein, ja, damit ein richtiges Fundament ist. Du kannst kein Haus bauen ohne ein richtiges Fundament. Ja. Und da fängt auch alles an. Ja. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen? Wie habt ihr das Thai-Box-Camp in Thailand gegründet? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das geht lange zurück. Mein Meister ist früher, als er halt jünger war, auch immer sehr oft in Thailand gewesen und hat dann auch in Thailand selbst gekämpft. Ja, hat auch eine gute Bilanz, also 90% Winning-Quote. Das ist als Europäer in Thailand schon verdammt gut. Und hat dann dort mit seiner langjährigen Kampfsporterfahrung halt auch das erste Taekwondo-Zentrum gegründet in Nordthailand. Ist dann allerdings aus privaten, familiären Gründen wieder zurückgekommen nach Deutschland und hat dann diese Schule gegründet. Ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ja. Und wann bist du Chefinstructor geworden hier von der Kampfsportschule Jausch? Also ich bin in mehreren Kampfkünsten, bin ich Black Belt. Ja, ich betreibe insgesamt 10 verschiedene Kampfkünste, inklusive die sportiven natürlich. So, und habe in den meisten davon mehr als 4 Meistergrade, was ein beständiges Training von 34 Jahren erfordert. Und 2010 bin ich zum Europadirektor der Martial Arts Federation Thailand ernannt worden. Was sind deine Aufgaben in dem Bereich? Ja, meine Aufgaben sind, dass ich alle Leute oder alle Kampfsportler, die halt zur Martial Arts Federation gehören, im europäischen Raum betreue. Ich bin zuständiger Ausbildungsmeister für Deutschland und Griechenland, weil mein Herkunftsland, wo meine Eltern herkommen, halt Griechenland ist. Und ja, so seit 2010 kümmere ich mich halt um diese Sachen. Und mein Meister ist World Instructor und der ist halt für den gesamten asiatischen und amerikanischen Raum zuständig. Was hast du hier bei der FIBO in der Kampfsporthalle oder in anderen Bereichen mitgenommen? Nimmst du auch, sagen wir, moderne Trainingsgeräte mit oder Trainingssysteme? Ja, Anregungen sind natürlich immer sehr viele da, natürlich, was auch immer mit einem Kostenfaktor verbunden ist. Das Problem ist natürlich, dass
bei den Kids und Jugendlichen, wenn die im sportiven Bereich unterwegs sind, die ganzen Sachen immer selbst finanziert werden müssen. Was natürlich ein großes Problem darstellt. Nicht jeder hat die finanziellen Mittel und Möglichkeiten. Aber wir versuchen schon, die etwas schlechter betuchten Mitglieder, sagen wir es mal so, zu unterstützen. Aber sind natürlich auch immer auf Sponsoren und so weiter angewiesen. Und so ist die FIBO natürlich auch eine gute Gelegenheit, immer ein bisschen Präsenz zu zeigen. Ja? Also ist dir die Jugendarbeit auch sehr wichtig? Natürlich, wenn es keine Jugend mehr gibt, wird das Ganze irgendwann aussterben, wie in allen anderen Bereichen auch. Ja? Tradition erhält das Gesamte aufrecht. Ja? Wenn man sich nur noch auf den Sport konzentriert, geht meiner Meinung nach alles verloren. Ja? Oh. Wir danken dir für das Interview und melden uns bald zurück von der FIBO.